Im Grunde gibt es nur eine einzige Sache, die dich, mich und alle anderen davon abhält, Frauen erfolgreich anzusprechen und Frauen auch regelmäßig erfolgreich anzusprechen. Und wenn du diese eine Sache kennst, verstehst und darauf achtest, kann sie dich in Zukunft nicht mehr aufhalten und du kannst die Frauen ansprechen, die dir gefallen, kannst regelmäßig Frauen ansprechen und wirst weniger mit Ängsten und Widerständen zu tun haben. Willkommen zurück hier auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Erstmal frohe Ostern heute am Ostersonntag. Geil, dich hier wieder zu haben. Und wie gesagt, heute soll es mal um das Thema Frauen ansprechen gehen. Ich bin jetzt gerade bei mir in der Heimat und war die letzten Tage ein bisschen im Club unterwegs. Ganz unorthodox, weil ich ja sonst doch selten im Club unterwegs bin. Hab aber wirklich ein paar wirklich tolle Frauen kennengelernt im Club. Und da sind mir wieder einige Erkenntnisse gekommen, weil ich vor langem nicht im Club unterwegs war und das war wieder sehr spannend. Und da kamen mir einige Erkenntnisse. Die meisten Männer, und das sehe ich immer wieder in meinen Coachings, sehe es aber auch bei mir selbst, lassen sich durch eine einzige Sache aufhalten. Es gibt diese eine Sache, die dafür sorgt, dass viele Männer, wenn sie zum Beispiel anfangen, Frauen anzusprechen, nicht damit weitermachen. Ja, die sprechen dann vielleicht ein, zwei Frauen an oder vielleicht auch ein paar mehr, machen es ein paar Mal, aber dann lässt das Ganze bei denen nach. Das sorgt außerdem dafür, diese eine Sache, dass viele Männer so ein paar Frauen ansprechen, aber nicht mehr oder auch nicht genug, um wirklich viele Frauen kennenzulernen oder um wirklich die Masse von Frauen auch zu haben, die man sich eigentlich wünscht. Also viele Männer wünschen sich eine große Auswahl mit Frauen und viele Frauen zu daten, verstehen aber nicht, dass sie dafür doch schon relativ viele Frauen noch ansprechen müssen. Aber diese eine Sache hält viele Männer auf. Und zwar ist es so, dass Frauen ansprechen die eine Sache ist, die dich ganz, ganz stark auf deine eigenen Unsicherheiten zurückwirft, stärker als fast alles andere. Das ist auf der einen Seite sehr geil, weil dadurch kriegst du ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, du kennst das ja, du kannst dich deinen Ängsten stellen, du wirst auf Schwächen in dir selbst hingewiesen, die du dann, ja, mit denen du dann umgehen kannst, mit denen du dann ordentlich arbeiten kannst. Frauen ansprechen, dieser ganze Prozess wirft dich unglaublich stark auf dich selbst zurück und zeigt dir sehr deutlich, an welchen Stellen du Unsicherheiten hast. Das Problem, was jetzt viele Männer, fast alle Männer, die ich kenne, mit denen ich gearbeitet habe, davon abhält, noch erfolgreicher zu sein, als sie es jetzt schon sind oder so erfolgreich, wie sie es gerne wären, ist die Tatsache, dass sie nicht verstehen, dass sie falsch mit diesem Unsicherheitsding umgehen. Also ich würde es ja mal erklären. Du sprichst eine Frau an, sie sagt nein, hat kein Interesse und in deinem Gehirn passiert Folgendes. Weil du wahrscheinlich früher nicht so gute Erfahrungen mit Frauen gemacht hast, so wie die meisten, die in diesem Gebiet unterwegs sind, sagt dein oder fängt dein Gehirn dann an, dir Folgendes zu sagen. Das sind deine Unsicherheiten, die werden getriggert, also hervorgerufen. Ja, dein Gehirn sagt dir dann vielleicht sowas wie, hey, oh, du bist es sowieso nicht wert, die war sowieso zu hübsch für dich, das funktioniert sowieso bei allen anderen, aber bei dir nicht. Du kennst das sicherlich, also du kennst sicherlich Dinge, die dein Gehirn dir sagt, um dich zu sabotieren, sag ich mal. Na, das ist jetzt nicht unbedingt, um dich zu sabotieren, du spielst hier nicht gegen dein Gehirn, sondern das sind einfach Unsicherheiten, die sich mal irgendwann gestaltet und ergeben haben. Ist aber auch nicht weiter wichtig, das ist ein Thema für ein anderes Video. Fakt ist, dieses Frauenansprechen triggert also diese Unsicherheiten. Und was jetzt bei ganz vielen Männern passiert, und ich kenne das auch von mir selbst, ist, dass man in diesen Unsicherheiten verloren geht und aus Folge dieser Unsicherheiten macht man dann keine weiteren Handlungen. Du kennst das sicherlich. Also wenn du jetzt ein paar Mal eine Frau angesprochen hast und es hat nicht geklappt und du wirst auf deine Unsicherheiten zurückgeworfen, hier in deinem Kopf, dann kennst du es wahrscheinlich, dass du dann nach nicht mehr in der Lage bist, weiter Frauen anzusprechen. Und es kann sogar sein, dass sich das für mehrere Tage lähmt und du wirklich dann über mehrere Tage oder Wochen keine Frau ansprechen kannst, weil du immer wieder auf diese Unsicherheiten in deinen Kopf zurückgeworfen wirst. Und das ist das, was ganz viele Männer den Erfolg kostet. Die wirklich erfolgreichen Männer, die ich kenne, haben mit diesem Problem kaum noch zu kämpfen. Warum die damit nicht zu kämpfen haben und wie man das regelt, das klären wir auch in einem anderen Video. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig zu verstehen. Wichtig ist zu verstehen, das ist das, was dich am allerstärksten sabotiert. Und das Allerwichtigste, was du verstehen musst, ist, dass diese Unsicherheiten, die getriggert werden, die da ausgelöst werden, nicht die Realität sind. Nur weil eine Frau dich ablehnt und dein Gehirn dir sagt, du bist es nicht wert, das klappt sowieso bei keiner Frau, das ist nicht wahr. Das ist nur eine subjektive Deutung der Realität. Ne? Also wenn jetzt ein Typ mir zum Beispiel eine in die Fresse haut, dann könnte ich es auf mehrere Arten und Weisen deuten. Ich kann die Realität immer auf mehrere Arten und Weisen deuten. Ich könnte denken, hey, der wollte mich verprügeln, um mir mein Geld zu klauen. Oder, keine Ahnung, hey, der wollte mir eine reinschlagen, weil ihm mein Gesicht nicht gefällt. Oder der hat mich geschlagen, weil ihn seine Freundin verlassen hat und er war sauer. Also ich kann ihn natürlich fragen, woran es gelegen hat, aber ich könnte es auch deuten. Also ich kann einer Sache in der Welt, einem Ereignis, ganz viele verschiedene Bedeutungen zuordnen. Und keine davon muss richtig sein. Keine davon ist absolut richtig. Und das, was dein Gehirn dir in diesem Moment sagt, was dein Gehirn dir an Unsicherheiten liefert, das ist nicht korrekt.
Aber für dich ist es in diesem Moment korrekt und deswegen bremst es sich aus, deswegen zerstört es deinen Erfolg mit Frauen. Es ist nicht korrekt. Es kann sein, dass du die nächste Frau ansprichst und schon ist alles wieder wunderbar. Und ich kenne das selber von mir. Wenn ich manchmal unterwegs war, Frauen angesprochen habe und es hat nicht so gelaufen, dann bin ich auch auf meine Unsicherheiten zurückgeworfen worden. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar weitere Frauen angesprochen und auf einmal klappt es mit der Frau wunderbar und alles war wieder in Ordnung. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach eine falsche Deutung von irgend so einem Event. Und was ganz wichtig ist, wenn diese Unsicherheiten kommen, dann werd dir dessen bewusst, dann erinnere dich bitte an die Nachricht, die ich dir hier in diesem Video mitgegeben habe, nämlich, dass das nicht die Wahrheit ist. Nur weil eine Frau dich oder kein Interesse an dir hatte, heißt es nicht, dass du nicht wertvoll bist, dass es bei dir sowieso nie klappt. Pass auf, dass du nicht in diese Falle tappst. Pass auf, dass du nicht diese Todesrutsche runterrutscht und am Ende dann an dem Punkt landest, wo du wirklich keine Frauen mehr ansprechen kannst, weil dein Gehirn dich blockiert. Wenn dir das nächste Mal passiert, und ich weiß, das passiert vielen Leuten, dann erinnere dich an dieses Video und erinnere dich daran, das ist nicht die Wahrheit, das ist einfach nur Unsicherheit, die in dir ausgelöst wurde. Die könnte auch durch was ganz anderes ausgelöst werden. Deine Interpretation der Realität und die Realität, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zwei unterschiedliche Dinge. Unterschiedlich. Diese beiden Sachen sind unterschiedlich. Ja? Das wurde nur ausgelöst, weil es irgendwo schon mal in dir vorhanden lag. Ein erfolgreicher Mann mit Frauen, ein wirklich erfolgreicher Mann mit Frauen, der hat auch Ablehnungen. Und das ist der große Unterschied. Der erlebt zum Beispiel drei Ablehnungen, aber in seinem Kopf passiert nichts, da wird nichts getriggert, da wird nichts ausgelöst. Und das sorgt dafür, dass er noch 10 weitere Frauen anspricht und am Ende eine mit nach Hause nimmt. Du sprichst 3 Frauen an und es klappt nicht, genau wie bei dem Erfolgreichen. Du wirst getriggert, deine Unsicherheiten werden getriggert und du gehst nach Hause und sprichst keine weiteren Frauen an, nimmst keine Frau mit nach Hause und das triggert deine Unsicherheiten nur noch mehr. Und vielleicht hättest du auch ein paar Frauen später eine getroffen, die du vielleicht direkt mit nach Hause genommen hättest. Das ist alles. Das ist alles. Und das ist auch das, was die Männer davon abhält, krasse Sachen zu machen. Was hält dich denn, glaubst du, davon ab, eine Frau direkt am Tag mit nach Hause zu nehmen? Oh, das geht ja gar nicht, das ist ja gar nicht möglich, sowas würden Frauen niemals machen, sowas würden Frauen mit mir niemals machen. Und da sind wieder all diese Sachen, da sind wieder all diese mentalen Sachen. Und es ist okay, dass sie da sind, lass sie ruhig da sein. Ja, die kommen von irgendeiner Programmierung her, ob es jetzt eine gesellschaftliche Programmierung ist oder ob du mal was Beschissenes erlebt hast. Alles gut, die dürfen gerne da sein. Nur mach dir klar, sie sind absolut nicht realitätsnah. Absolut nicht. Auch du kannst eine Frau am gleichen Tag mit nach Hause nehmen. Das ist jetzt ein Beispiel, weil das immer so eine Sache ist, von denen die Leute denken, das wäre niemals möglich oder das würde niemals eine Frau machen, dass man eine Frau auf der Straße anspricht und die dann innerhalb von einer halben Stunde mit zu dir nach Hause kommt. Ja, sowas kann man machen, sowas habe ich auch schon gemacht. Das ist nicht die Regel, aber das funktioniert. Aber das funktioniert nicht, wenn du dich von deinen eigenen Unsicherheiten auslösen lässt. Wenn du deine eigenen Unsicherheiten, die Kontrolle über dein Leben, über dein Flirt-Dating-Leben übernehmen lässt, dann funktioniert das nicht. Und das ist die eine Sache, die dafür sorgen lässt, oder die dafür sorgt, dass dein Erfolg beim Frauenansprechen nicht der Erfolg ist, den du eigentlich haben könntest. Wenn du besser werden möchtest im Frauenansprechen, dann kann ich dich dabei unterstützen. Ich habe jetzt noch einige Plätze für den Sommer in meinem 3-Monats-Coaching-Programm frei. Du kannst dich dafür bewerben, hier unter mir, das taucht hier gleich auf. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das dir nochmal weiterhilft beim Thema Frauenansprechen und an dieses Video hier anknüpft, also unbedingt da vorbeischauen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.